Herzlich willkommen zu unserer Klimafastenandacht. Unser Thema heute ist Mobilität. Aber ist es vielleicht zynisch, wenn wir in Zeiten von Corona über unser Mobilitätsverhalten nachdenken? Aber dennoch, auch in dieser Zeit ächzt unsere Erde und stöhnt wegen der vielen Belastungen, die wir ihr auferlegt haben. Und doch gibt es gerade eine Verschnaufpause, weil es weniger Autos auf den Straßen gibt, weniger Flugzeuge fliegen, Kreuzfahrtschiffe in den Häfen liegen und vieles mehr. Mein Gefühl ist es, dass es drei verschiedene Gruppen von Menschen bezüglich der Mobilität gibt. Die einen, die so viel arbeiten wie nie zuvor, die mit der Arbeit gar nicht fertig werden. Das sind die Pflegenden, die Ärztinnen und die Ärzte und alle, die direkt oder indirekt mit der Corona-Krise zu tun haben. Diese Gruppe ist zurzeit sehr mobil. Dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die jetzt nicht arbeiten können oder dürfen. Von dieser Gruppe höre ich, dass sie ihre Hilfe denjenigen anbieten, die sie benötigen. Das ist ihre eingeschränkte Mobilität, die sie noch anbieten wollen. Und dann gibt es die Gruppe der Unmobilen. Die bleiben zu Hause, weil sie gesundheitlich vorbelastet sind. Zum Glück ist vieles so gut organisiert. Für viele bleibt Zeit zum Nachdenken, was ihnen Mobilität bedeutet. Gerade jetzt, wo dieses Recht auf Bewegung massiv eingeschränkt ist. Wir stehen inmitten einer Zäsur. Wir blicken zurück. Wir wollen, dass es so wird wie vorher. Aber der Blick zurück verhindert, dass wir gut vorankommen. Denn um weiterzugehen, ist der Blick nach vorn sinnvoll. Könnte uns diese Zäsur anders in die Zukunft schauen lassen als gewohnt? Diese erzwungene Änderung in die Unmobilität ist wie ein Stoppschild. Ein Stoppschild im Straßenverkehr heißt 3 Sekunden anhalten, nach rechts und nach links gucken und auf das um mich herum Geschehene einen Rundumblick werfen. Innehalten jetzt in unserer Stoppschildsituation ist gefragt und gefordert. Einen Schritt zurücktreten, unser tägliches Leben in der Verlangsamung wahrnehmen. Das schärft den Blick für vieles, was wir sonst in voller Fahrt nicht mehr wahrnehmen. Die eine zart blühende Tulpe am Hausrand, den Forsythienstrauß, der trotz der Kälte langsam aufblüht, die Vögel im Garten, die aufgeregt den Frühling herbeizwitschern, das Lächeln meiner Nachbarin, weil wir uns beim Müll raustragen kurz sehen, der Gang zum Friedhof, um bei den toten Angehörigen zu verweilen. Wir nehmen unsere Erde in unserem kleinen Umfeld gerade viel intensiver wahr als sonst. Jeder kleine, distanzierte Kontakt zu einem anderen Menschen wird zu einem kleinen Fest der Begegnung. Ich erlebe beim Spaziergang, dass Menschen die Sonne und die Natur genießen, Menschen, die sonst mehr in Fitnesscentern und Einkaufszentern zu sehen sind und anders ihre Freizeit verbringen als wie gewohnt. Und erstaunlich, es gehört auch dazu, weniger Auto zu fahren und mehr zu Fuß zu gehen. Mobil sein mit wenigen Schritten, das ist die neue Situation. Diese Situation annehmen kann eine Chance sein, auch in der Verlangsamung und im Faststillstand Freude zu erleben. Gott geht mit uns, auch wenn wir mehr als sonst in unserer Wohnung aufhalten. Entsteht durch dieses Verharren im reduzierten Raum ein neuer Freiraum? Ein Freiraum nach innen? Mobil sein als nach innen gerichteter Weg. Ein Weg zu Gott und zu mir selbst. Corona wird irgendwann zu Ende sein. Und dann werden wir uns in dieselbe Mobilitätsgewohnheiten begeben wie zuvor? Oder werden wir mehr im Homeoffice arbeiten, statt ständig am Arbeitsplatz präsent zu sein?
werden wir, statt weite Strecken zu Besprechungen zurückzulegen, auch mal die eine oder andere Videokonferenz durchführen? Und statt in den Urlaub nach Lanzarote zu fliegen, einfach die Seen in Mecklenburg oder Holstein genießen? Diese Krise ist auch als Chance zu verstehen. Das wünsche ich uns.